Sie sind Gesellschafter einer GmbH und wollen wissen, welche Informations- und Auskunftsansprüche Ihnen zustehen? In diesem Video erkläre ich Ihnen das Wichtigste, was Sie zum Thema Informationsrechte in der GmbH und Kontrolle der Geschäftsführung wissen müssen. Hallo, mein Name ist Boris-Jan Schiemzig, ich bin Anwalt bei der Kanzlei Rose & Partner. Wir sind auf das Unternehmens- und Steuerrecht spezialisiert. Heute geht es bei uns auf dem Kanal um Informationsrechte in der GmbH. Hier ein kurzer Überblick über die behandelten Themen. Wir starten mit den Grundzügen zu den Rechten des GmbH-Gesellschafters. Unter 2 schauen wir uns die Bedeutung des Informationsrechts an und wir beleuchten die Reichweite der Kontroll- und Auskunftsrechte. Unter Punkt 4 beschäftigen wir uns mit der wichtigen Frage, wann ein Geschäftsführer Infos und Auskünfte verweigern darf. Und zuletzt zeige ich Ihnen, wie der Gesellschafter verweigerte Informationen einklagen kann. Starten wir mit der grundlegenden Frage, welche Rechte hat der Gesellschafter in der GmbH eigentlich? Wenn wir in das GmbH-Gesetz schauen, entdecken wir, dass dem Gesellschafter eine Reihe von Rechten zusteht. Er verfügt über Vermögensrechte, hierunter fallen insbesondere laufende Gewinnrechte und Abfindungsansprüche. Darüber hinaus stehen dem Gesellschafter auch sogenannte Verwaltungsrechte zu. Dazu zählen zum Beispiel Stimmrechte. Schließlich verfügt der Gesellschafter über Kontroll- und Informationsrechte gegenüber der Geschäftsleitung. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Schauen wir uns einmal die Bedeutung des Informationsrechts in der GmbH an. Der Gesellschafter wird nicht nur einmal jährlich durch den Jahresabschluss über die Finanz- und Ertragslage der GmbH informiert. Jeder Gesellschafter hat auch individuelle Informationsrechte. Und diese gesetzlich verankerten Informationsrechte sind elementar für die Kontrolle der Geschäftsführung. Das Informationsrecht eines Gesellschafters in der GmbH hat viele unterschiedliche Facetten. Die Informationsrechte sind immer von großer Bedeutung, wenn ein Gesellschafter abgewogene Entscheidungen im Unternehmen treffen will. Wie Sie wissen, werden die wichtigsten Angelegenheiten der GmbH in der Gesellschafterversammlung abgestimmt und beschlossen. Wenn der Gesellschafter nicht richtig informiert ist, lassen sich die wichtigsten Entscheidungen in der Gesellschafterversammlung nur blind treffen. Bitte beachten, das Informationsrecht ist umfassend. Es gilt nicht nur für die Entscheidung in der Gesellschafterversammlung, es umfasst die gesamte Unternehmenspolitik inklusive kleinerer Geschäfte der GmbH. Und anders als bei anderen Minderheitenrechten kann jeder Gesellschafter Informationen geltend machen, egal wie klein seine Beteiligung an der GmbH ist. Auch ein Gesellschafter mit einer Beteiligung von nur 1% verfügt über alle Informations- und Auskunftsrechte. Bitte beachten Sie, das Gesetz erachtet das Informationsrecht des Gesellschafters für so wichtig, dass es zulasten des Gesellschafters nicht beschränkt werden darf. Wie weit reichen eigentlich die Informationsrechte des Gesellschafters? Wie sehen die Kontrollrechte konkret aus? Das Kontrollrecht hat 2 Stoßrichtungen. Der Gesellschafter besitzt auf der einen Seite ein Auskunftsrecht und auf der anderen Seite ein Einsichtsrecht. Mit dem Auskunftsrecht kann der Gesellschafter vom Geschäftsführer Informationen zu allen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der GmbH verlangen. Darunter fallen auch Absprachen und Verträge zwischen der GmbH und Kunden, Lieferanten und Vertragspartnern. Der Gesellschafter kann Informationen zu Planrechnungen der Geschäftsführung, Protokollen, Gehälter von Mitarbeitern und Geschäftsführern, Buchhaltungsunterlagen und verlangen. Und das Schöne ist, der Gesellschafter kann sein Auskunftsrecht jederzeit gegenüber dem Geschäftsführer geltend machen und der Geschäftsführer muss die angeforderten Auskünfte unverzüglich liefern. Wie Sie sehen, ist das Auskunftsrecht sehr umfassend. Gleiches gilt für das Einsichtsrecht. Das Einsichtsrecht des Gesellschafters bezieht sich auf alle Unterlagen und digital gespeicherten Dateien der Gesellschaft. Allerdings hat der Gesellschafter nicht das Recht, dass ihm die begehrten Unterlagen und Dateien übersandt werden. Nach dem Gesetz erhält der Gesellschafter aber die Möglichkeit Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der GmbH. Vor Ort können alle Unterlagen studiert werden. Nur ausnahmsweise darf die Geschäftsführung das Informationsrecht des Gesellschafters zurückweisen. Lassen Sie uns schauen, wann eine solche Ablehnung von Informationen möglich ist. Stellen Sie sich einmal vor,
Ein Minderheitsgesellschafter verlangt Planrechnungen und Auflistungen mit allen wichtigen Kunden, um damit eine heimlich gegründete Konkurrenzgesellschaft zu versorgen. In solchen Fällen, in denen Informationen für gesellschaftsfremde Zwecke missbraucht werden und die GmbH schädigen würden, darf der Geschäftsführer den Gesellschafter zurückweisen. Bitte beachten Sie aber, dass der Geschäftsführer nur zur Verweigerung befugt ist, wenn die Gesellschafter auch einen Verweigerungsbeschluss fassen. Nötig ist also immer ein Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter, dass die Auskunft oder Einsichtnahme durch die Geschäftsführung verweigert werden soll. Und noch ein wichtiges Detail für den Geschäftsführer. Verweigert der Geschäftsführer die Informationen in unzulässiger Weise, riskiert er seine Abberufung und fristlose Kündigung. Es ist für den Geschäftsführer sehr wichtig, das Prozedere genau einzuhalten. Was kann nun der Gesellschafter machen, dem Informationen verweigert werden? Mauert der Geschäftsführer, so hat der Gesellschafter mehrere Möglichkeiten. Der zurückgewiesene Gesellschafter kann durch eine spezielle Klage im sogenannten Informationserzwingungsverfahren vor dem Landgericht die Informationen erzwingen. Das Schöne an dieser Auskunftsklage ist, dass dieses spezielle Gerichtsverfahren relativ schnell abläuft und auch keine Klagefrist kennt. Haben die Mitgesellschafter die Auskünfte mit einem Verweigerungsbeschluss verhindert, so kann der zurückgewiesene Gesellschafter auch mittels einer klassischen Anfechtungsklage gegen den Verweigerungsbeschluss vorgehen. Bei der Anfechtungsklage ist dann aber Eile geboten, da eine Klagefrist von in der Regel einem Monat läuft. Unten in der Videobeschreibung finden Sie weitere Videos rund um das Thema GmbH und Gesellschafterrechte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.